Alter, ist der strong, der Giftzauber. Alter, guckt euch das mal an. Auf Level 1 rüstet er Magier Level 5, Mann. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerGeddon. Ja, ich habe mal wieder vor, eine CW-Folge zu machen. Da es sich wirklich einige gewünscht haben, ich habe es nicht angekündigt, dass ich aufnehme. Mal gucken, ob jemand angreifen will. Angreifen, wer will. Ich rauche mir doch nicht selbst GL wünschen. Okay, auf jeden Fall haben sich wirklich sehr viele in den Kommentaren gewünscht, dass ich mal wieder ein CW mache. Deswegen habe ich mich mal dazu entschieden. Yo, hast noch keine Folge für morgen? Wieso machen wir kein CW? Mal gucken. Oh. Ah, bei den Gegnern greift einer an. Das trifft sie doch auch gut, wenn der Gegner angreift. Eigentlich nicht. Hoffen wir mal, dass wer failed. Wartet, Gegner. Gegner macht Dach. So, er schickt einen Luftballon los, um die Clanburg rauszulocken, was nicht geklappt hat. Okay, das ist schon mal relativ gut. Okay, Golem. Die Clanburg konnte nicht locken, was ein Vorteil ist. Vielleicht fällt er ja auch. Wahrscheinlich nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal so behaupten. Mager hinterher, das macht er schon mal gut, leider. Jetzt kommt die Clanburg raus. Ein Ballon von mir, ein Magier, ein Bogenschütze. Da müssen nur noch ein paar Magier rauskommen. Ich war wieder der Einzige im CW, der die Clanburg gefüllt hat. Und mal schauen, was er hier so reißen kann. Okay. Wenn alles gut läuft, ich habe auch keine... doch, ich habe den King nicht. Den habe ich im Ausbau auf Level 14. Bald Level 15, das wird auf jeden Fall geil. Okay, er macht hier doch einiges gut. Leider. Das ist eine Go-Wipe-Strategie. Vielleicht bekommt er trotzdem nicht das Rados, was ich eher bezweifle. Ah, wird es ein oder zwei Sterne? Das ist, ich glaube, zwei. Wenn der Mager jetzt... Ah, nee, der Barbarenkönig, dann das wären zwei Sterne. Er hat doch noch zwei Barbaren und zwei... Ja, das sind lockere zwei Sterne. Leider aber auch. Leider. Man hofft ja immer, dass der Gegner irgendwie im CW failt, aber diesmal war das leider nicht der Fall und deswegen werden wir gucken, ob hier sonst irgendwer ist, der angreifen will, ne? Will wer AG? Dach. Ja. Ich nehme heute eigentlich relativ spät auf, ich wollte gerade noch Teen Wolf gucken. Ich mag solche Klischee-Teenie-Horror-Serien. Was für Horror? Für solche Klischee... Hab mit der auch noch nie drei kassiert. Ja, das ist doch gut. Ich mag Klischee-Teenie-Serien. So, wollte ich sagen. Eigentlich wollte ich dann noch Twisted gucken, aber wie gesagt, ich brauche noch eine Folge für morgen und Live-CW ist immer am besten. Das werden aber... Oh. Da greift... Oh, ich mag es nicht, wenn so viele gleichzeitig angreifen. 32 Schweineräter, ein Drache. Kann sogar gut enden, wenn er alles richtig macht. Er muss nur die Luft abwehren. Oh, ich hätte lieber von oben angegriffen. Wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Lieber... Hashtag Isan. Angriff von uns, yo. Habe ich in der Aufnahme drinne. Okay. Wenn ich du gewesen wäre, ich hätte mit den Schweinereitern hier die Luftabwehren ausgeschaltet und damit mit dem Drachen wäre ich rübergegangen. Ja, der Drache ist jetzt down oder ich würde den Barbarenkönig jetzt setzen. Yo, dauert noch ein klein bisschen, yo. Muss sagen, war es Leon oder Tom, der mir den Golem geschickt hat? Auf jeden Fall... Irgendeiner von euch, danke dafür. Okay, jetzt den Barbarenkönig hätte ich jetzt auch in dem Moment gemacht, um den Magier auszunocken. Wobei, ein Magier weiß man. Jetzt würde ich angreifen mit den Schweinereitern. Wäre sinnvoll, wenn du dies tust. Okay. Er greift von da oben an. Das ist eigentlich so eine Base, die man mit Schweinereitern gut plätten kann, da hier nicht viel Platz für Riesenbomben ist, nur für kleinere Bomben und für Teslin. Und die sind ja nicht so gefährlich für Schweinereiter. Allerdings sind die Schweinereiter auf 1 und da ist das Risiko schon... hoch, dass das in die Hose gehen kann. Aber er macht bis jetzt alles gut. Die Verteidigungsgebäude sind gleich alle down. Das könnten 3 Sterne werden, wenn das von der Zeit her passt. Leider ist der Barbarenkönig da ein bisschen auf Aufräumen. Und der Barbarenkönig macht bei den Schweinereitern schon riesigen Damage. Aber wie gesagt, wir hoffen einfach mal. Alles Gute. Alles Gute, Thaddeus. Okay, alle Verteidigungen werden jetzt down. Mal gucken, wie die Schweinereiter sich entscheiden. 3 Sterne könnten es... Ah, wenn die Schweinereiter jetzt den Barbaren... Ja, die müssen zum Rathaus. Immer noch keine 3 Sterne kassiert mit der Base. Yo, läuft, Tom. Ja. Die Frage ist jetzt, werden es 3 Sterne oder wird es von der Zeit her knapp? Ah, er hat sich vielleicht 1, 2 Magier mitnehmen sollen, noch um...
die Base zu plätten. Hoffentlich. Riesenbombe. Aua, aua, aua. Scheiße, es werden keine 3 Sterne, 2 Sterne auch nicht. Fuck aber auch. Wobei, wenn wir jetzt ganz viel Glück haben. Macht 3 Sterne. Nee, 3 Sterne werden es leider nicht. Ja, nee, die Zeit reicht leider nicht. Leider. Vielleicht werden es auch 2 Sterne. Bitte. Zum Raten. Oh. Der Dödelkopf hat die Riesenbomben gut gesetzt. Wir gucken einfach mal, wenn wir im Gegner rein können, wir leider nicht. Schade aber auch. Ja, leider nur einer. Wie gesagt, das nächste Mal einfach ein paar Magier mitnehmen zum Aufräumen. Aber sonst war es eigentlich relativ gut. Will noch wer AG? Gleicher Minenwerfer auf 6, eine Minute. Läuft bei dir der Ultra. Der Ultra. Französisch. Darf ich deinen Namen französisch aussprechen? Das ist ganz lieb, wenn ich das machen darf. Ah, schade aber auch. Der Gegner ist gerade richtig mächtig am Rasieren. Wie ein Angriff, ein Stern. Ich gleich. Wie lange brauchst du noch? Du noch. Mache Aufnahme. Doppelpunkt P. Ich hoffe, er braucht nicht allzu lange. Alter, hab alles vergessen, dass CK war. Ich war schwimmen. Ja, bei den Temperaturen ist Schwimmen schon vorteilhaft. Hey YouTube, yo, hi. In 2 Minuten soll ich bis dahin angreifen. Bis dahin, AG. Ich muss die 1 angreifen. Wir haben gesagt, wir greifen unseren Gegenüber an. Wir können das mal gucken, ob... Jo, der Isan hat sich dran gehalten. Dann greife ich an. Doppelpunkt P. Oh, Tom kannst auch. Kannst auch. Na, ist immer so blöde, wenn man den CW-Folgen so viel schreiben muss. Denn für die neutralen Zuschauer ist es nicht allzu spannend, wenn die sich sowas angucken müssen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, denn ihr habt euch ja mal CW-Folgen gewünscht. Juhu. Kann ich angreifen oder wollt ihr? Tom, du oder ich? Es wäre nice, wenn ich jetzt eine Antwort bekommen würde, damit sie allzu lange dauert. Denn im Notfall muss ich es wegcutten, wenn es wirklich lange dauert. Oh, mach doch, bitte. Ist ja beinahe wie auf WhatsApp, wenn man mit Klassenkameraden was Wichtiges klären will. Ich lasse dir den Vortritt. Okay, danke. Jo, Ränkelallee greift in 14 Stunden an. Oh Gott. Warte mal, wir gucken erstmal noch, wo wir die Schweinereiter. Da oben, wenn wir den Schweinereiter hinsetzen, wo werden wir alles raus. Na, bei den Bauhütten müssen wir es unbedingt machen. Bei den Bauhütten müssen wir im Notfall ein paar Prozente holen. Alles Gute. Ich werde mein Bestes versuchen. Der Schweinereiter muss es schaffen. Okay, Bogenschützen. Das ist nichts, was man rauslocken muss. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Magier hinterher. So, im Notfall gleich die Queen schon. Wut können wir einfach mal draufpacken, YOLO. Eigentlich soll man das ja nicht machen, aber ich mach's jetzt einfach, denn ich stehe unter Druck. Komm, alles läuft in die Mitte. Oh Gott. Es tut mir leid, wenn ich jetzt schlecht kommentieren kann, aber während solchen CW-Angriffen bin ich wirklich nervös. Hoffentlich wären es 2 Sterne. Snaggle dir das Rathaus, Queen. Snaggle dir. Ja. WhatsApp halt jetzt seine Schnauze. Wir setzen hier einen Wut drauf. 2 Sterne wären es locker, da ich ja noch 12 Bogenschützen als Backup habe. Das lief doch relativ gut, würde ich mal so behaupten. Wenn man bei seinem Gegenüber 2 Sterne schafft. Ist noch ein Radeslevel höher gewesen. Oh Gott. Jetzt heißt es Prozente farmen. Ja, das ist wirklich nice. Der hat hammer viele Gebäude außer der Range. Ja, Riesenbombe. Ui. Müssten eigentlich lockere 2 Sterne werden, wenn man das jetzt so betrachtet. Jetzt werden wir nochmal einen Bogenschützen darauf packen. Ja, komm, lockere 2 Sterne. Ja, müssten lockere 2 Sterne werden.
So, 44, das Labor fällt gleich, die Goldmine fällt gleich da, dort noch eine Gold... Oh Gott, das wird doch knapp, das wird doch knapper als gedacht, was? Nee, eine Minute und 5 Bogenschützen, es müsste eigentlich klappen, 45%. 46, fuck aber, oh fuck, Alter. Oh nein, ich stehe unter Druck, ich stehe unter Druck. Armeelager. Oh Gott, ein Glück klappt das. Ja, 3 Gebäude, 2 Sterne müssten es eigentlich werden. Zeitmäßig, ja, 2 Sterne werden es locker. Boah, Glück gehabt, ey. Ich habe immer großen Respekt vor den Gegnern, die Inferno-Türme haben, denn wie gesagt, ich bin noch nicht so erfahren. Oh, 2 Sterne, Gott sei Dank, ey. Jetzt können wir auch noch hier ein paar Prozente holen. Da fällt immer eine große Last, wenn man so 2 Sterne bei seinem Gegenüber geholt hat. Denn ja, mein Spitzname kommt nur daher, Lappengeddon, weil ich einmal im CW beim YouTuber-Treff gefällt habe. 52%. Hui, das lief doch gut. Danke, 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 danke. Alter, 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 Alter. Und noch locker lässt sich die toten Gebäude abfarmen, oder? Ich denke Ja, Inferno-Türme sind wirklich immer gemein gegen solche Truppen. Aber, Gegner greift an, Gegner greift an, Gegner greift an. Nee, Gegner. Gegner AG. Warten. Only Drachen. Ich habe auch vorgenommen, mir die Drachen auf Level 4 zu erfarmen. Dann will ich öfters im CW damit angreifen. Thomas, ich greife an. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh Mann, könnt ihr nicht lesen? Könnt ihr nicht lesen? Oh. Ja, das wären aber, glaube ich, lockere 3 Sterne. Was? Ja, der Gegner ist stark. Der Gegner ist wirklich nicht schlecht. Oh, das wären sowas von 3 Sterne. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Will aber nicht in die Aufnahme. Okay. Dann kannst du ruhig angreifen. Also, wie gesagt, ihr müsst nicht in der Aufnahme dabei sein. Nur wenn ihr wollt. Ist ja nicht Pflicht, dass ihr dabei seid, also, wie gesagt. Ja, das wären sowas von 3 Sterne, verdammt aber auch. Der Gegner ist stark. Der Gegner ist wieder zu stark. Ja. Tom AG. Das wären sowas von 3 Sterne und ich will da nicht weiter drauf eingehen. Aber wenn wir an uns glauben, dann können wir es schaffen. Wenn wir alle unsere Handy in die Luft heben. Und die Energie zu mir schicken, werde ich die Energie an unsere Clan-Member weitergeben. Wir werden das wie Son Goku machen und hier schwebt eine kleine Mücke rum. Ich will sie töten. Tom greift an. Go, Tom, go, Tom. Nach Tom mach ich. Yo. Ich finde Live-CW-Reporter eigentlich immer relativ geil. Also wenn ihr sowas öfters wollt, schreibt sie ruhig unten in die Kommentare rein. Wäre ganz lieb von euch. So. Go, Wipe. Alter, wie viele Magier hast du denn dabei? Dafür hat er 2 Golems. Einen in der Klarburg gehabt, aber er hat die Golems ein bisschen blöd verteilt, denn die Golems tanken den Magier nicht und hoffen wir... Alter, er hat einen Giftzauber gejammt. Giftzauber. Oh, ich will den sehen. Alter, können wir den... Alter, wir können den sogar live sehen. Wir können den sogar live sehen und der brützelt die... Alter, Alter. Oh, ist das geil. Ich will... Das einzige Geile, was am neuen Update war, ist der Giftzauber, finde ich jetzt so. Wegen für die CB ist das so ein Vorteil. Ich werde ihn auch direkt auf 2 machen für Hexen. Wenn die im Notfall da sind, dann muss man auch nicht direkt irgendwie halt... einen Blitz mitnehmen oder die Klarburg rauslocken. Ja, 2 Sterne. Lokher. Dach, Dach. Na, lockere 2 Sterne. Das hast du gut gemacht, Tom. 3 Sterne wären es nicht. Aber wie gesagt, bei seinem Gegenüber 3 Sterne zu schaffen, wäre schon eine reife Leistung. Muss man nicht machen, kann man machen. Aber wie gesagt, top Angriff. Ja, wären nur 2 Sterne. Aber hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ja, Ultra wollte nicht gefilmt werden. Dome, willst du? Ist das Ultra? Ja. Oh, 2 Sterne, läuft bei dir. Klar. Nein, den Smiley wollte ich nicht schicken. Wobei, es läuft bei uns eigentlich auch richtig hart momentan, ne? Dann macht Doppelpunkt D. Hat er sein Gegenüber angegriffen? Oh, nice one. Nice, 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 nice. Nice. Alter, der Gegner ist richtig hart am...
rasieren, oder? Wir gucken mal in die Kriegsstatistik rein. 3-3 Sterne-Angriffe. Alter! Jetzt, yo. Und ich würde auch sagen, das war's dann auch mit dem Video, wenn wir seinen Angriff angeschaut haben. Okay, yo, nochmal. Denn zu lange Folgen sind auch nicht so schnieke. Die gucken. Okay. Dome greift an. Der letzte Angriff für die Folge. Der letzte AG für die Folge. So. Denke ich, will die nicht wieder allzu lang halten, wie gesagt. Ich habe das gesehen bei der letzten Folge, die kam nicht so gut. Das Restar. Alter, hammergeil. Hammergeil. Hat auch einen Giftzauber? Wieso haben die alle Giftzauber? Ich will auch einen haben, Mann. Habt ihr euch die dunkle Zauberspruchfabrik gejammt oder wie? Ich habe mir die direkt nach dem Update gekauft, aber jammen will ich mir das nicht. Denn ich booste gerne mit meinen Juwelen. Alter, ist der strong, der Giftzauber. Alter, guckt euch das mal an. Auf Level 1 rüstet er Magier Level 5, Mann. Wie geil ist das denn? Nun komm, schon keine CB mehr. Das ist für mich hammergeil. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte nur gucken, wie spät es ist, obwohl ich das ja auch im PC sehen kann, aber ist ja egal. Alter, ich will auch so einen Giftzauber haben, Mann. Giftzauber. Ich finde ihn so geil. So. Riesen hat er mitgenommen. Eine fragliche Strategie. Ich hätte den Wut... Ja, wobei der Sprungzauber ist sogar noch in Ordnung, wenn die Packers jetzt alles richtig machen. Dann gehen... Ein Wutzauber hat er noch. Ah, da sind die Riesen geflogen. Hoffen wir mal, dass es 2 Sterne werden. Wobei, es müssten eigentlich 2 Sterne werden. Komm, Packers, entscheidet euch einmal im Leben zur fucking Mitte jetzt. Ich musste gerade ganz kurz leise sein und währenddessen ist das Rades gefallen. Das läuft doch. Der Sprung war perfekt. Ja, hätte man ein bisschen mittiger setzen können, aber ich, das ist jetzt Kritik auf höchstem Niveau, würde ich mal so behaupten. Lockere 2 Sterne. Glückwunsch, Dome. Das lief richtig geil. Dann würde ich auch sagen, das war's dann mit der heutigen... schon wieder das Weez davon gegangen. Das war's dann mit der heutigen CW-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, nach dem Motto, da ist der Daumen oben, wird man euch loben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.